Herzlich willkommen zu einem kurzen Videotest zum Redmi K30 Ultra. Ihr seht mich hier über die 20 Megapixel Frontkamera und die ist Xiaomi typisch nicht stabilisiert, wie man im Video erkennen kann, sobald ich nach vorne laufe. Sonst ist die Qualität gehoben, aber für Vlogs in Bewegung einfach ungeeignet. Warum Xiaomi den EIS bei der Frontkamera weglässt, ist mir einfach ein Rätsel. Beginnen wir mit 4K-Aufnahmen und 30 FPS. Verbaut ist der Sony IMX686-Sensor, den kennen wir auch vom Redmi K30 oder vom Poco F2 Pro. Die Ergebnisse sind überzeugend. Der Fokus neigt nicht zum Springen, sondern reagiert schnell und genau. Die Videos werden gut stabilisiert, sind detailreich und farblich etwas stärker als die Realität, aber das sind wir von Xiaomi auch schon gewohnt. Sieht einfach alles ein bisschen besser aus, als wenn man es mit eigenen Augen betrachtet. Zusätzlich steht auch noch ein 60 FPS Modus bei 1080p bereit, den schauen wir uns jetzt an. Hier seht ihr jetzt den 60 FPS Modus, auch der wird problemlos vom EIS stabilisiert und eignet sich insbesondere, um schnelle Bewegungen einzufangen. Fokus ist hier ein bisschen zickiger, neigt manchmal dazu zu springen, aber wenn er einmal auf was gerichtet ist, bleibt er auch stabil. Dann nochmal einen ganz gewöhnlichen 1080p 30 FPS Modus, auch hier natürlich stabilisiert und die Qualität seht ihr im Video. Fokus arbeitet hier natürlich absolut problemlos. Macht da nichts, da ist er. Jawohl. Und auch ansonsten sieht die Qualität ganz gut aus, wobei ich jederzeit 4K und 30 FPS vorziehen würde, weil die Details sind es einfach wert, solche Aufnahmen zu machen, insbesondere wenn auch 4K stabilisiert wird, wie es hier der Fall ist. Und zum Schluss nochmal die Ultra-Weitwinkelkamera, ist eine 13-Megapixel-Sensor und auch hier hat Xiaomi zuverlässig an den EIS gedacht. Also auch die Aufnahmen werden stabilisiert, was wie üblich nicht funktioniert ist, der Wechsel zwischen den Sensoren. Also theoretisch bei vielen Smartphones könnte man jetzt zur Hauptkamera wechseln und dann wieder zurück. Bei Xiaomi muss man das Video erst stoppen und dann eben mit der Hauptkamera wieder neu starten.